Das ist ein Volkswagen 6.1. Ja, hier steht er in einer, ich sag mal, Version mit Fenstern, die mit drin sind, von der Rittersbacher Gruppe. Eigentlich wird man so von außen gar nicht drauf kommen, dass es ein Camper wäre. Der ist jetzt hier natürlich beschriftet mit Hornbach und Co., denn wir zeigen heute mal was ganz Wahnsinniges. Hornbach hat sich überlegt, wenn man Campingmöbel, wenn man nur viel genug baut, sich da genug Gedanken drum macht, ja, dann kann man die günstig machen mit toller Materialqualität. Da ist das Ganze auch drin. Hast du es selber zusammengebaut? Habe ich nicht zusammengebaut, war aber dabei, als es zusammengebaut wurde. Okay, das hast du zusammenbauen lassen. Habe ich zusammenbauen lassen. Ja, die Frau von heute lässt bauen, da ist es. Und da ist nämlich jetzt auch ein Bett drin. Auch das Auto werden wir mal ganz genau zeigen. Aber zunächst mal, ist das passgenau? Ist das auch, ich sag mal, in der Praxis okay? Ist passgenau. Also das Einzige, was wir machen mussten, ist die hintere Reihe einmal zu überbrücken mit so einem Brett. Das habe ich nochmal gesondert gebaut. Ansonsten passt es rein, ohne irgendwelche Modifikationen vornehmen zu müssen. Das ist das gleiche Bett? Das ist das T6.1 Bett. Nein, das ist jetzt ein spezielles Bett. Das ist etwas kleiner, aber ist ähnlich dem T6 Bett. Sehr schön, das zeigen wir gleich mal. So, on Detail. Gehen wir nochmal hier zurück. Ihr habt natürlich das Thema Schlafen soll ja schnell gehen. Die Matratze ist auch von euch? Genau, auch unsere Matratze. Auch wie bei allen anderen, 8 cm stark. Relativ komfortabel, wie ich finde. Und passend für unser Bett. Bau mal bitte um. Na klar. Wir schlafen jetzt mal alle. Dabei muss ich sagen, wir drehen am Donnerstagmorgen, den 22. April 2021 in Bornheim, der Zentrale von Hornbach. Mit diesen Fahrzeugen seid ihr unterwegs auf Roadtour, so ein bisschen draußen, oder? Ja, wären wir gern gewesen. Wir hatten tatsächlich eine Roadshow geplant, aber durch die aktuelle Situation ist sie einfach nicht durchführbar gewesen. Jörg, ich habe ein Riesenproblem. Ich bin im Weg. Nein. Es ging so schnell. Ach so. Und ich hab mich ganz kurz nur mit der Katharina unterhalten, da war das Bett schon gebaut. Ja. Du musst es nochmal zurückbauen, weil du warst zu schnell. Stark. Und, mach mal bitte, Katharina, dass du das mal hochlegst. Die Matratze. Das heißt, du hast noch ein Sofa mit drin. Genau. So, jetzt darfst du dich einmal reinlegen, Katharina. Ja. Du musst. Ich muss das nämlich mal zeigen, wie schön gemütlich das da drin ist. Das ist super gemütlich. Bei 8 Grad hier draußen. So, man sieht, das ist ja hier, das Material ist ja aus dem Vollen. Das heißt, das ist wirklich sehr, sehr stabil. Super stabil und die Matratze ist auch sehr weich. Okay. Kann das sein, dass du gleich einschläfst? Nee. Absolut, nee. Vielleicht mit der Kälte nicht, aber... Den kompletten Film seht ihr auf dem YouTube-Kanal German Television. Abonniert den Kanal, um täglich mit den neuesten Wohnmobil- und Technik-Videos versorgt zu werden.